Während der Energieerzeugung sind die Schaufeln der Turbomaschinen hohen Belastungen ausgesetzt. Diese gehen an den Komponenten nicht spurlos vorüber. Regelmäßige Wartung, Austausch und Reparatur der hochwertigen Einzelteile stellen höchste Ansprüche an die Präzision, Schnelligkeit und Sicherheit der Reparaturverfahren. TurPro reagiert auf diese Anforderungen mit einer integrativen Prozesskette und einer konsequenten Entwicklung der erforderlichen Einzeltechnologien zur Reparatur, beispielsweise von Gasturbinenschaufeln. Das Herzstück hierfür ist eine zentrale Softwareplattform, welche eine konsistente CAX-Planung für alle technologischen Prozesse zentralisiert. So kann jeder Einzelprozess an das Ergebnis seines Vorgängers fehlerfrei anknüpfen. Im ersten Schritt wird die Schaufel digitalisiert. Basierend auf den Messdaten werden die beschädigten Bereiche durch Fräsen entfernt. Das fehlende Material wird danach durch Laser-Auftragsschweißen wieder aufgebracht. Metallpulver wird dabei in den Fokus eines Metallstrahls eingebracht, aufgeschmolzen und mit dem Grundmaterial schweißtechnisch verbunden. Neben der Wiederherstellung der Geometrie müssen alle erforderlichen Materialeigenschaften für die Zulassung des Schweißverfahrens erreicht werden. Der Prozess startet direkt per Knopfdruck. Das steigert die Prozesssicherheit. Grundlage hierfür bildet das in TurPro neu entwickelte Spannkonzept, das die Schaufeln individuell wiederholgenau ausrichtet. Anschließend scannt ein werkzeugmaschinenintegrierter Lasersensor die Schaufel erneut fünfachsig. Das spart kostbare Zeit und steigert die Qualität der Messdaten. Die präzisen Daten dienen der finalen adaptiven Fräsbearbeitung. Die Prozessplanung erfolgt automatisch und angepasst an die individuelle Schweißgeometrie in einem Softwaremodul. Dies verkürzt die gesamte Prozesskette immens. Durch die Weiterentwicklung der Einzeltechnologien und die zusammenfassenden Softwarelösungen kann TurPro Turbinenschaufeln schneller, materialsparender und damit kosteneffizienter reparieren, als es bisher möglich war.